ich bin's Miri von fettspielen.de und ich spiele heute bereits zum zweiten Mal Elvena. Und ich habe schon angefangen, meine Steuern einzusammeln. Das gibt natürlich schön Kohle und die Produktion hier, die können wir auch abschließen. Und hier bei unserem Hauptgebäude gibt's natürlich auch richtig ordentlich Kohle, wenn man das einsammelt. Zack, Baumeisterhütte. Da hatten wir, haben wir die zwei Baumeister bereits gekauft, also den zweiten besser gesagt. Jetzt ausbauen, um mehr Baumeister unterzubringen. Das machen wir natürlich jetzt noch nicht. Wir gucken erstmal, was unsere Quest ist, denn wir hatten da, glaube ich, noch welche offen stehen. Werter junger Freund, ich bin Aldon und freue mich, dich kennenzulernen. Unsere Stadt entwickelt sich dank dir erstaunlich gut. Es gibt aber noch viel zu entdecken. Geh hinaus in die Welt und sammle Wissen. Verhandle in zwei Provinzbegegnungen. Okay, das machen wir mal gleich. Aber wir sollten vielleicht mal unseren Fortschritt angucken, denn wir haben hier so viele Wissenspunkte, guckt euch das mal an. Dann muss ich hier, glaube ich, drauf, ne? Das war hier, ja. Ich kenne mich ja noch nicht so aus, ist ja das zweite Mal, dass ich das spiele. Aber wir können auf jeden Fall die Wissenspunkte schon mal investieren. Dann machen wir vielleicht mal in die Kaserne. Was haltet ihr davon? Da. Und da werden wir jetzt alle acht. Ja, jetzt freischalten. So, Glückwunsch, du hast die Kaserne freigeschaltet. Diese Forschung schaltet die Kaserne im Baumenü frei. In der Kaserne kannst du Einheiten trainieren. Super. Und wollen wir, nehmen wir mal hier noch die Holz. Manufaktur. Können wir da auch noch? Genau. Da können wir unsere letzten zwei, das dauert jetzt erstmal wieder, bis wir neue Wissenspunkte bekommen, zurück zur Stadt. Und ich würde vorschlagen, wir bauen das mal gleich, aber wir werden hier erst noch neue Produktion starten. Und zwar starten wir hier, wir könnten sie auch schon ausbauen, ne? Ne, wir starten jetzt hier erstmal die Werkzeugkiste. Zack. Und nochmal die Werkzeugkiste. Und nochmal die Werkzeugkiste. So. Und hier war das, dass wir noch einen Baumeister hinzufügen. Wollen wir das machen? Nein, ich möchte das noch nicht machen. Das möchte ich noch nicht machen. Ja, dann bauen wir doch mal ein bisschen. Hier, wo ist er denn? Trampelfahrt, genau, Wohngebäude, Werkstatt haben wir ja bereits alles gebaut. Jetzt können wir hier beim Militär, finden wir die Kaserne. Die müssen wir, muss die an eine Straße angeschlossen sein? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich baue sie mal hier hin und warte einfach mal ab, was passiert. Ob das funktioniert? Oh, schaut mal hier, Meldungen, 9 Stück. Was geht denn hier ab? Spielerkarriere hat dein Hauptgebäude ein paar Münzen gespendet. Huh, cool, danke. Und Humba 80, Cinderella auch, Wolfin, Carrie, cool. Also man kann sich hier gegenseitig helfen, wie ich das gesagt habe, bei den Nachbarn mal vorbeischauen. Aber das machen wir jetzt auch. Und zwar werden wir jetzt neue Provinzen erkunden gehen, weil das sollen wir ja machen. Das hat hier Alchon hat uns das befohlen. Und dann gucken wir doch mal bei Dennis 6000 vorbei. Und du besuchst, können wir da jetzt auch was helfen? Das müsste ja theoretisch auch gehen, ne? Können wir das machen? Nee, das geht nicht. Ich weiß, wenn, dann weiß ich noch nicht wie. Das muss ich erst rausfinden. Nachbarschaftshilfe. Für deine Hilfe in dieser Stadt erhältst du ein paar Münzen. Wenn du jemanden hilfst, der dir in den letzten 23 Stunden ebenfalls geholfen hat, gibt es darüber hinaus noch ein paar Vorräte. Gemeinschaft. Übersicht anfragen. Oh, du gehörst momentan keiner Gemeinschaft an. Eine Gemeinschaft bietet ihren Gefährten viel Vorzüge, wie zum Beispiel Handeln ohne Gebühren, Nachbarschaftshilfe, Rundschreiben und mit Mitgliedern chatten. Anfragen habe ich keine. Ich könnte mal einer beitreten, einer Gemeinschaft, oder? Oh, haben wir da noch was frei? Hier, Elfenzauber. Kann ich dir beitreten? Geht das? Elfenzauber? Ansehen? Unsere Gemeinschaft. Ja, bewerben wir uns mal. Gehst zum Fenster der Gemeinschaft und klicke auf den Reiter Bewerbungen, um deine Bewerbung zu sehen. Okay, das machen wir jetzt nicht. So, wir gehen zurück in die Welt. Und ich möchte jetzt, achso, wenn ich ein neues Gebiet erkunden möchte, muss ich natürlich nicht zu meinen Nachbarn, sondern wir müssen hier gucken. Und da ist auch Steven Relikte. Hier waren wir ja auch schon unterwegs, da haben wir letztes Mal das Geschenk bekommen. Wir könnten natürlich auch einfach mal hier gucken. Seid gegrüßt, fettspielende.de. Dieses immergrüne Gebiet ist wahrlich von den Göttern gesegnet, wenn da bloß nicht diese lästigen Kreaturen wären. Meine Familie ist sehr bewandert darin, wertvolle Bodenschätze zu heben. Für den richtigen Preis könnt ihr welche davon haben. Wollen wir verhandeln? Wir können kämpfen. Wollen wir kämpfen? Oh ja, wir kämpfen. Automatischen Kampf. Moment. Bist du sicher, dass du den Kampf automatisch beenden möchtest? Nein. So, wir nehmen jetzt... Wir haben nur 3 Kämpfer. Okay, wir kämpfen. Ich mache jetzt meinen ersten Kampf. Cool. Mein erster Kampf. Achtung, seid gespannt. Ja, sieht so ein bisschen... Haben wir noch nicht gemacht. Sieht ja so ein bisschen aus wie die Siedler von Catan hier mit diesen Feldern, ne? So, den schicken wir dahin. Und der sollte vielleicht auch so ein bisschen in die Nähe von dem... die sich gegenseitig verteidigen können. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Ja, es könnte. So, können wir ihn jetzt angreifen? Achso, der muss hier hin. Okay, den schicke ich da hin. So, den können wir jetzt aber angreifen. Zack! Yeah! Besiegt! Wow, wir haben unseren ersten Kampf gewonnen! Wuhu! Zurück zur Provinz.
Eure Truppen, feindliche Truppen, den haben wir platt gemacht, war ja nur einer, war ja ein bisschen unfair. 3-1, ja. Aber wir haben gewonnen, wunderbar, fettspielen.de. Ich hoffe, ihr wisst dieses wertvolle Relikt ebenso zu schätzen wie meine Familie. Solltet ihr mehr davon benötigen, besucht mich gerne wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ein Marmorrelikt und ein Wissenspunkt. Sehr schön. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in die Welt, denn wir wollten ja 2 neue Gebiete erkunden. Da gehen wir einmal hier hin. Das dauert einen kleinen Moment. Natürlich kann man auch Juwelen verwenden, das wollen wir nicht. Das können wir auch so machen. Genau, haben wir schon erkundet. Und jetzt gucken wir doch mal. Hier gehen wir mal hin. So. Ich hoffe, ihr seid nicht auf der Suche nach Ärger. Unser Stamm verfügt über ein paar sehr wertvolle Relikte, welche die Produktion von Magiestaub befördern sollen. Jedoch hat Qualität immer ihren Preis. Okay, wir kämpfen nochmal. Das war so eben so ein cooler Erfolg. Probieren wir das doch mal. Und das ist auch wieder nur einer. Gegen ihn könnten wir gewinnen. Ich hoffe, dass das klappt. Ob ich die richtige Strategie anwende. Also es ist nicht, ihr seht, hier ist ziemlich viel Abwechslung drin bei dem coolen Spiel. Und wenn ihr das mal spielen möchtet, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung, in der Infokarte und in dem Let's Play Video. Und in der Videobeschreibung, in der Infokarte und in der Anmerkung, sorry. Ja, ich weiß nicht, hier ist irgendwie gerade einer unsichtbar, der versteckt sich vor uns. Ich weiß nicht, ob das so eine Option von ihm ist, aber also ob der unsichtbar sein kann. Okay, der kommt jetzt noch hier hin, aber ich glaube, wir werden gegen ihn gewinnen. Jetzt haut er ab vor uns. Das gibt's ja wohl nicht. Bleib hier, junger Mann. So, dann wird er nochmal angegriffen. Zack. Und nochmal, komm. Reicht das? Ja, wir machen den platt. Achtung und bäm. Jetzt haben wir gewonnen. Sehr schön. Sieg, unser 2. Sieg schon heute. Wuhu. Zurück zur Provinz. Achtung, die Spannung steigt. Wunderbar, fettspielen.de. Wie ich sehe, versteht ihr, wie ihr hier draußen einen Handel abschließen. Möge die Macht dieses Reliktes nun mit euch sein. Ein Magiestaubrelikt und ein Wissenspunkt haben wir bereits bekommen. Wir gehen mal kurz zurück, denn ich muss mal gucken. Ich muss verhandeln. Da müssen wir doch mal in der Info gucken. Öffne eine erkundete Provinz auf der Weltkarte und schließe dort 2 Begegnungen durch Verhandlungen ab. Oh, jetzt habe ich gekämpft. Das war ein Fehler. Das war nicht so gut für unsere... helft mir. Oh, Straße fehlt. Hier fehlt eine Straße. Wir müssen eine Straße bauen. So, hier dann, ne? Zack. Geht das jetzt? Nee, wir müssen noch eine Straße bauen, okay. Oh, jetzt bin ich bei Fortschritt. Egal, aber wir haben ja Wissenspunkte bekommen. Die werden wir jetzt natürlich hier auch gleich mal wieder reinstecken. Ja, sehr schön. Zurück zur Stadt. Oh, das ist so toll. Das Spiel macht riesig Spaß, finde ich. Aber ich möchte hier gerne mal meine Statue da verschieben, denn die stört mich. Dann könnte ich theoretisch... Ich weiß jetzt, warum geht das jetzt hier nicht? Verkaufen? Nein. Wir müssen nochmal auf jeden Fall einen Trampelpfad bauen. So. Ist das jetzt da dran? Achso, wir können es ja auch so machen. Geht das? Nee. Doch, jetzt. Jetzt müsste es funktionieren. Dann gucken wir doch mal hier. Im Bau. Achso, das dauert noch. Ah, eine Minute. Da sind wir gleich fertig. Das hier produziert auch alles. Gucken wir auf unser Hauptgebäude. Hier sieht man auch so eine Übersicht über die Vorräte und was man schon alles für Relikte gesammelt hat. Die seht ihr hier. Genau, da haben wir einmal Magiestaub und 2-mal diesen Marmor, das Marmor-Relikt. Und wir könnten es jetzt auch ausbauen, aber ich möchte jetzt erstmal mein Geld sparen, weil ich nicht weiß, wie das hier ist, wann man wie viel Geld verdient, ob man das vielleicht lieber ein bisschen aufheben sollte oder gleich alles raushauen sollte. Wenn ihr natürlich Tipps habt und euch schon auskennt hier in der Welt von Elvenar, könnt ihr das natürlich gerne mal unter das Video kommentieren. Und ich muss jetzt hier noch verhandeln. So, großartig. Okay, das ging schnell. Diese immergrüne Gebiet ist wahrscheinlich den Göttern gesegnet, wenn da bloß nicht diese lästigen Kreaturen wären. Meine Familie ist sehr bewandert darin, wertvolle Bodenschätze zu heben. Ja. Dann verhandeln wir nochmal. Zack. Und jetzt müssten wir auch die Quest abgeschlossen haben, ne? Ja. Wer liest, ist klar im Vorteil. Zack. Ausgezeichnet. Bedenke. Nur Forschung bringt uns voran. Die Wissenspunkte, WP, kommen ganz von selbst. Mit Erfahrung hier kann man sagen. Aber in der Welt sammelst du sie schneller. Okay, das ist gut zu wissen. Jetzt haben wir auch eine neue Quest bekommen. Hallo! Hallo, habe ich schon Hallo gesagt? Dank dir floriert die Wirtschaft und unsere Gemeindehalle wird zum richtigen Amtssitz, wenn du sie ausbaust. Vor allem vergrößern wir damit auch die Lager für Gold und Vorräte. Besitze ein Hauptgebäude der Stufe 2. Besitze 2 prächtige Statuen. Okay, aber das kann ich noch nicht ausbauen, denn ich habe nicht genug Kohle. Ja, oder? Ah, doch, hier, 3000, genau. 3300, doch, ich habe genug Kohle. Hallo, was erzähle ich denn dafür? Ein Mist. Und was war die andere Quest noch? Ich besitze 2 prächtige Statuen, dann bauen wir die natürlich auch noch. Die müsste jetzt bei Kultur, genau, wir hatten ja schon so ein bisschen Kultur hier platziert. Dann kaufen wir gerade noch eine und stellen die mal hier rein. So, und die hier möchte ich auch gerne dahin haben. Zack.
Sieht doch ganz schön aus. Wird gebaut. Und das ist jetzt fertig hier. Oh, fertig, genau. Und jetzt gucken wir doch mal. Ausbildung. Wir können unsere ersten Einheiten ausbilden. Zack. Wird ausgebildet. Armeelager, Ausbau. Können wir auch direkt ausbauen? Wollen wir schon direkt ausbauen? Machen wir mal. Nein, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal. So, hier werden Steuern eingeholt. Und, genau, das wird noch ausgebaut hier. Gut, und seht euch das mal an. Da wird mein erster Kämpfer gerade ausgebildet. Ah, nee, 12 Axtkämpfer. Ja, in der Kaserne, oder? 12 Stück sind das? Ja. Gut, sehr cool. Und wir haben auch schon wieder 2 WPs bekommen. Na, 2 Wissenspunkte. Die werden wir natürlich auch gleich hier, zack, da reinstecken. Zurück zur Stadt. Und wir gehen in die Nachbarschaft und versuchen noch mal ein paar Kämpfe zu bestreiten. Denn dadurch bekommen wir sehr viele Wissenspunkte, was uns natürlich weiterbringt. Finde ich ziemlich gut. So, wollen wir oder wollen wir verhandeln? Oh, das sind... Okay, wir kämpfen mal. Kämpfen. Ich probiere mein Glück. Vielleicht funktioniert es, ja. Könnte meine erste Niederlage sein, aber gut, wir haben ja jetzt schon 2-mal gewonnen. So, die sind durchsichtig, meine... Oh, ich glaube, das sieht echt schlecht aus. Vor allem greifen die uns von Weitem an. Das sind Bogenkämpfer. Ich glaube, gegen die haben wir nicht so eine große Chance. Aber wir probieren es natürlich trotzdem und geben unser Bestes. So. Oh Gott. Ja, die sind so viert. Okay, ich glaube, wir werden echt verlieren. Aber gut. Was können wir hier unten noch machen? Kampf automatisch beenden. Aufgeben. Okay, machen wir mal Kampf automatisch beenden. Mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, wir werden den verlieren. Oh, wir haben einen platt gemacht. Muff. Doch, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber die können natürlich von Weitem angreifen. Das ist sehr zum Nachteil von uns. Und sie sind in der Überzahl, ne? Jetzt haben wir hier noch 2 Kämpfer übrig. Aber das könnten wir sogar schaffen. Oh ja, das könnte was werden. So, gucken wir mal. Automatisch beenden. Kann man das auch ein bisschen vorspulen hier? Zur mittleren Geschwindigkeit wechseln? Zur maximalen Geschwindigkeit wechseln? Jetzt geht das ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. Da werden die Bogen schneller gespannt und geschossen. Komm! Ja, und jetzt hier noch einer. Das sieht gut für uns aus. Cool. Und das zu 2 gegen 4. Das ist doch mal super. Ich hoffe natürlich, dass wir das jetzt machen, aber ich habe noch 2 Kämpfer übrig, auch wenn sie nicht zu sehen sind, die sich hier verstecken. Ja, wir haben gewonnen. Cool. 3. Sieg heute. Zurück zur Provinz. Wow. Achtung und wunderbar fettspielen.de. Wie ich sehe, versteht ihr, wie wir hier draußen einen Handel abschließen. Möge die Macht dieses Reliktes nun mit euch sein. Sehr cool, dann machen wir nochmal und verhandeln. Aber dieses Mal haben wir auch. Und nochmal verhandeln. Zack. Das schließen wir es gleich mal ab. Vielleicht kriegen wir ja auch eine Belohnung, wenn wir das alles gleich machen. In der Zwischenzeit müsste auch unsere prächtige Statue fertig gebaut sein. So, Glückwunsch, ich habe letzte Begegnung diese Provinz abgeschlossen. Für eure Bemühungen habt ihr eine neue Stadterweiterung erhalten. Ihr findet sie im Baumenü, da gucken wir doch mal gleich nach. Gehen wir zurück in die Stadt und genau, die Quest haben wir abgeschlossen, die gucken wir uns gleich an. Im Baumenü, okay, das hatten wir alles schon. Militär, Güter, Kultur, blaue Blumen, Siedlungen. Hier, Erweiterung, genau, Provinzerweiterung. Wie viel kostet das denn? Kann man die jetzt einfach... Ach, die kann man einfach platzieren. Wie cool. Das hat ja richtig gelohnt. Guckt euch das mal an. So. Steuern immer her mit dem Geld, ja. Unser Hauptgebäude müsste auch gleich fertig sein, ja. Und wir haben die Quest noch nicht ganz abgeschlossen. Genau, erst wenn das Hauptgebäude fertig ist. Das dauert 5 Minuten. Das machen wir mal schneller. Dieses Fenster, ja, wollen wir. Achtung. Und jetzt müsste es fertig sein. Ja, sieht doch schön aus. Sieht doch toll aus, unser Hauptgebäude. Abschließen. Zack. Und wir haben, na endlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass alle unser Gold und die Vorräte bald aus den Fenstern quillen. Ja, also immer her damit, ne? 10 Holz haben wir dafür bekommen, 10 Marmor und 10 Stein oder Stahl. Ach, das Stahl, genau. So, und dann haben wir die Quest, verhandle in 3 Provinzgegenden. Dann gehen wir doch nochmal zurück in die Provinz. Ja, da fühle ich mich heute richtig wohl, denn da habe ich so ein richtiges Siegeszug hinter mir. Dann gehen wir doch nochmal hier rein und verhandeln hier auch nochmal. Zack, zack, zack. Zack. Und machen das auch zu. Ja. Sehr schön. Und ja, ihr habt die letzte... So kannst du Erweiterung... Okay, jetzt haben wir auch wieder eine Erweiterung. Also immer, wenn man hier... das ist ja auch logisch eigentlich. Man erkundet eine neue Provinz, ja, hat die komplett erkundet. Und dann bekommt man einfach eine Stadterweiterung geschenkt. Ja, ist doch super, oder? Sollte man gleich mal ausprobieren. Aber die müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal warten, weil ich die eben erst platziert habe, die andere. Gut. Okay, dann schließen wir die Quest ab. Abschließen.
Du weißt, worauf es ankommt. Wissen ist Macht. Glaube mir, ich habe in meinem Leben schon mehr Städte fallen, als erblühen sehen. Oh, jetzt droht er mir schon. 1000 Gold gab das, oder Münzen, und 100 Vorräte. Sehr toll. Gut. Mein junger Freund, oh, wie ich sehe, sind wir technisch schon recht weit fortgeschritten. Also lass uns die Grundlagen mal weglassen. Wir sollten uns direkt den wichtigeren Dingen zuwenden. Dafür brauchen wir aber erst einmal Vorräte. Und ich sehe gerade, die Wissenspunkte sind komplett voll. Da müssen wir doch was tun, das geht ja wohl nicht. Die müssen doch weg, die müssen wir investieren. Jetzt freischalten und wir haben jetzt ab sofort eine Holzmanufaktur und eine Stahlmanufaktur. Und die werden wir auch mal gleich in die City bauen. Kann ja nicht schaden, ne? So. Die müssten, nee, eigentlich müssten die hier sein. Haben wir die schon, oder? Wo sind die? Ach, hier, bei Güter, genau. Dann platzieren wir mal die Stahlmanufaktur. Muss die jetzt hier hin oder können wir die auch hier hinbauen? Ich glaube, das geht sogar, wenn wir das hier hinbauen, oder? Dann verschieben wir das hier gerade nochmal. Die, oh, nicht den Weg, sondern zack. Dahinter die zwei Statuen. Obwohl wir die auch hier hin machen könnten. Ja, also ich muss hier mal wieder so ein bisschen umdekorieren. Das wird gebaut. Und dann haben wir noch die... Achso, da müssen wir jetzt erst warten, bis das fertig ist. Und das muss, glaube ich, auch eine Straße, ne? Ja. So, bauen wir das mal so hin. Geht das? Ja, das ist doch schon fertig. Aber das ist irgendwie ein bisschen doof, habe ich das jetzt hier gebaut. Ich glaube, wir machen das mal lieber so und machen den Weg dahin. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Und dann können wir die nämlich dahinter machen. Muss man ja nicht unbedingt sehen. Zack. Dann gucken wir doch mal. Achso, wird ausgebaut. Dauert noch eine Minute. Okay. Das schaffen wir, denke ich. Dann haben wir das gebaut. Und hier sollten wir jetzt starte 3 Getränkeproduktion. Das können wir natürlich erst im nächsten Let's Play machen, wenn hier die Produktionen abgeschlossen sind. Weil das dauert nämlich, sonst müssen wir jetzt einen Tag hier warten. Und ich glaube, das wollt ihr nicht mit mir, oder? Wir können auf jeden Fall noch einen Wissenspunkt investieren in die Marmor-Manufaktur. Zack. Und das geht hier ruckzuck, seht ihr. Also es ist ein richtig cooles Game, finde ich. Und wir werden jetzt nochmal gucken, ob wir vielleicht bei den Nachbarn, beim Steven vorbeischauen können und ihm helfen können. Aber ich glaube, das geht nicht. Das habe ich noch nicht so rausgefunden, wie das geht mit den Nachbarn. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, wie es funktioniert, kommentiert mir es doch einfach mal unter das Video. Der hier ist schon ein bisschen weiter. Wow. Achso, der hat, nee, der hat, genau, das ist ein Elf, kein Mensch. Seht ihr den Unterschied? Dass das hier so ein bisschen alles floraler gestaltet ist. Und bei mir ist das eher so ein bisschen industrieller, ne? Hier. Sieht so ein bisschen menschlicher aus. Ja gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn ich Elvener spiele. Probiert es mal aus, registriert euch, meldet euch an, das Ganze ist kostenlos und den Link findet ihr dazu in der Anmerkung, in der Videobeschreibung und in der Infokarte von diesem Video. Macht's gut und bis dann. Tschüss, eure Miri.